Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vlogs. Es ist Sonntag und ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Wiesbaden-Biebrich, zum Schloss Biebrich. Da habe ich jetzt gleich noch einen Familienshoot. Die letzten zwei Tage gab es ja was ganz Spannendes. Allerdings darf ich da erst am 17.11. ab 16 Uhr darf ich darüber reden. Bis dato habe ich ein Embargo unterschrieben. Es wird auf jeden Fall was Spannendes, kann ich euch sagen. Deswegen, ich bin wieder so ein bisschen drin im Vloggen, denn die letzten zwei Tage war die Kamera stetig mit dabei. Und ich habe gedacht, komm, dann versuchst du es doch, dann nimmst du es doch auch heute jetzt wieder mit. Ich werde zu 100% nichts vom Familienshoot mitfilmen können. Zum einen einfach, weil Kids mit dabei sind und ich nicht irgendwelche fremden Kids hochlade. Zum anderen, wir haben nicht so lange Zeit, wir haben 1,5 Stunden. Mittlerweile wird es früh dunkel. Die Mittagssonne ist aber trotzdem noch da, deswegen ist nicht so ein Riesenfenster da, in dem man fotografieren kann. Und das habe ich jetzt ausgemacht von 3 bis 4, sowas in etwa, 3 bis 4, halb 5. Deswegen in der Zeit werde ich mich voll auf den Shoot konzentrieren, werde danach aber definitiv noch ein bisschen was erzählen. Jetzt geht's aber erstmal nach Wiesbaden und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Heute scheint es auf jeden Fall voller zu sein als gedacht. Und mal gucken, ob wir noch irgendwo einen Parkplatz kriegen. Okay, so voll war das hier irgendwie noch nie. Ich laufe doch mal wieder jetzt ganz nach vorne. Wie man merkt, die aktuellen Bestimmungen schränken uns richtig ein. Wir können nirgendwo mehr hin. Nirgendwo. Immer noch. Fertig mit dem Shoot. Merke, es ist definitiv kälter als gedacht. Der Park gerammelte voll. Wir haben trotzdem ein, zwei leere Lücken gefunden. Die Kids haben sehr gut mitgemacht. Das macht dann auch mal richtig Spaß, wenn die Kinder wirklich richtig gut mitmachen. In der Regel muss man da ja wirklich ordentlich so ein bisschen motivieren und irgendwie erstmal auf eine Wellenlänge kommen. Aber war gut, hat super funktioniert. So waren wir jetzt in bisschen was über einer Stunde durch. Alles easy. Jetzt fahre ich nach Hause. Ich habe aber vorhin tatsächlich die Steuer vergessen. Zu Hause auf dem Küchentisch. Tut mir leid, Lisa, du weißt. Die hole ich jetzt noch schnell, dann fahr ich die zurück nach Gonsenheim. Ich wohne ja nicht mehr in Gonsenheim, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Und werf die ein und dann geht's endlich nach Hause. Mal gucken, so ein Sonntag, diese Temperaturen, das klingt eigentlich nach Lieferdienst. Abwarten mit Frauchen quatschen. Kann mal einer die Steuer geben, bitte? Papa! Ja, die bringe ich jetzt noch weg. Die Steuer. Ah. Also jetzt schnell noch Steuer wegbringen. Essen wird bestellt. Also bei mir. Das heißt, wir holen jetzt noch was zu essen. Weiter geht's.